ein neues Video. Mareike ist sehr aufgestylt. Du nämlich nicht. Oha. Ja, das stimmt. Wir sind heute unterwegs und müssen dafür in einem oder übernachten dafür in einem Hotel im Bottrop. Vielleicht eine Option für den Moviepark, wenn man im Moviepark fährt und ein Hotel braucht. Das ist das Ramadan bei Windham. Mitten in der Innenstadt. Parkplätze sind miserabel, denn das Parkhaus, die Tiefgarage ist geschlossen und das Hotel hat gefühlt 10 Parkplätze. Und hier rundherum kann man nicht parken, weil das hier nämlich alles für Anwohner ist und mit Parkscheibe und so. Sehr, naja, ein Negativpunkt. Das Parkhaus vor allen Dingen hat gegenüber zwar auf, aber nur samstags 22.30 Uhr, dann schließt es einfach genau, so. Genau, weil das von Kaufland ist. Wir haben richtig Glück gehabt, wir haben jetzt einen von diesen 10 Parkplätzen bekommen. Ja, wir checken heute mal das Zimmer, zeigen euch ein bisschen die Lobby. Frühstücken gehen wir, glaube ich, nicht, ne? Nein. Nein. Und 14 Minuten braucht ihr genau von hier zum Halloween Horror Festival, also zum Moviepark. Wir checken mal das Zimmer. Nacht hat wie viel gekostet? 64 Euro. Irgendwie so um die 60 Euro, ja. Relativ günstig, muss ich sagen. Ja, und Mareike zeigt euch gleich aufgestylt eine Roomtour vom Zimmer. Ich zeige euch eine Roomtour. Zeige uns eine Roomtour. Message from a new world I'd never known. Something about it felt like I've been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to say. Zimmer Nummer 308. Wir sind gespannt. Check-in war sehr freundlich. Ja, das alles ist ein Standardzimmer. Standardzimmer wahrscheinlich. 3 Sterne übrigens hat das Hotel. Mit Teppich. Na, ich sag ohne Teppich. Ich sag mit Teppich. Ich sag ohne. Ich sag alt. Ohne. Alt. Ohne. Mit Teppich. Alt und mit Teppich. Nein. Neu und ohne. Hier ist schon mal Teppich. So. $308, oder? Ja. Guck dir mal genau das Schild an. Ups. Ja, guck mal, hier ist sogar schon Moviepark-Werbung. Ja, Moviepark in Germany. Direkt am Park. Na, hier. Hier. Soll ich das Geschenk nehmen? Ich nehme die Karte. Okay, wir zeigen, Mareike zeigt euch gleich das Zimmer. Sehen Sie gut heute aus. Oh mein Gott, es gibt eine Badewanne. Es gibt eine Badewanne. Danke. Hallo. Ich hatte recht. Ich habe gewonnen. Es gibt Teppich. Das ist Teppich und das ist alt. Man kann sogar hier Bottrop, ne? Wir fangen einfach mal mit dem Badezimmer an. Ich weiß nur nicht, es scheitert schon am Licht. Ich habe es auch gerade gedrückt. Ja, das hier ist das Badezimmer. Ist so ein Standardding, aber ganz schön. Ich finde es sehr dunkel tatsächlich. Es ist wirklich richtig dunkel. Ja, es ist sehr dunkel. Es gibt einen Duschwagen, keine Duschabtrennung. Eine Badewanne. Ja. Ja. Ein Föhn. Man muss halt immer bedenken, es ist 3 Sterne und es ist günstig gewesen. Anscheinend eine Klimaanlage. Ein Spiegel, ein Bett. Hier ist ein Fernseher und ich muss dazu sagen zum Fernseher, diese Fernbedienung ist eingepackt, Europapark. In your face, Europapark. Ja, Schränke. Wow. Keine Minibar? Ja, ist 3 Sterne. Ja, ich weiß. Ja, Sitzgelegenheit, ein Stuhl. Also ich sag mal, wenn man günstig am Moviepark übernachten möchte, kann man es machen. Wir haben einen Ausblick zur Straße. Wir gucken uns mal den wunderschönen Ausblick an. Hart.
Durchgelegen. Dann gucken wir einmal. Wunderschöner Ausblick auf die Tiefgarage vom Kaufland. Naja, also wie gesagt, das ist halt für uns nur zum Nächtigen heute. Wir sind ja gleich unterwegs. Willst du sagen, wo wir sind? Wir sind auf einer Hochzeit von zwei ganz tollen Menschen. Das ist richtig. Freuen uns sehr. Und wir werden wahrscheinlich tief in der Nacht sturzbetrunken hier hinkommen und einfach noch ein paar Minuten schlafen. Und was wir ganz gut finden, warum wir es auch gebucht haben, Checkout ist um 12. Das heißt, wir können morgen ausschlafen. Ja, dann würde ich sagen... Du machst dich fertig, verwandelst dich in einen schönen Gentleman. Ja, mach ich. Muss ich jetzt zum Auto meine Sachen noch holen. Ach ja. Ja, und wir sagen euch morgen, wie wir geschlafen haben, wie laut es war und wie teuer das Frühstück ist, sagen wir euch auch morgen. Der Herr Ehler ist Kriedhofsgärtner jetzt. Ich bin Kriedhofsgärtner jetzt. Hast du Friedhof gesagt? Ja, du hast Kriedhof gesagt. Ich meine Friedhof. Nein, ich bin jetzt noch nicht ganz. Jackett fehlt noch, aber ist noch warm. Hast du gesagt Jackett was? Jackett fehlt noch. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, warum ich überhaupt die Kamera angemacht habe. Der Fahrstuhl ist von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens außer Betrieb. Wahrscheinlich, weil die Schallisolierung nicht gut genug ist. Dementsprechend müsst ihr, wenn ihr betrunken nach Hause kommt oder ins Hotel kommt, müsst ihr das Treppenhaus nutzen. Also, du musst heute betrunken 3 Stockwerke nach oben laufen. Nicht so schlimm, du trägst mich einfach. Genau. Ja, und weg sind wir. Guten Morgen oder, naja, guten Mittag. Kann man schon fast sagen, kurz vor 12. Wie hast du denn geschlafen? Eigentlich ganz gut. Ich fand das Kissen ein bisschen unbequem, ein bisschen tatsächlich zu dick. Aber sonst habe ich sehr gut geschlafen eigentlich. Ja, kann man mal machen für den Preis, ne? Es ist okay. Es ist okay. Es ist Baujahr 93, dementsprechend nicht das Neueste hier. Ganz so die Wolltest du sagen Waschmaschine? Ja, ich wollte die Waschmaschine sagen. Die Badezimmerarmatur ist so lala. Ja, das ist nicht schön. Das ist sehr dunkel, aber was haben wir bei der Duschvorhang? Ja, der Duschvorhang gefällt mir auch nicht so gut. Der Wasserdruck ist jetzt auch nicht so genial. Aber wenn man günstig Nähe vom Moviepark übernachten möchte, kann man das für 60 Euro machen. 65 Euro. Ja, das war's schon, ne? Ja, wir fahren jetzt wieder nach Hause und holen unseren Hund ab. Genau, wir hatten gestern einen schönen Tag auf der Hochzeit von Phil und Kevin. Schaut bei den beiden gerne mal rein. Coaster Fun and Food und Theme Park Guide. Ja, und ansonsten übrigens noch Frühstück würde 8 Euro extra kosten. Aber wir gehen zum Bäcker gegenüber. Direkt links neben dem Kaufland. Da irgendwo. Da irgendwo. Die Straße runter. Ja, wenn euch das ganz kurze Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert kostenlos die Glocke. Wir sehen uns das nächste Mal wahrscheinlich aus dem... Ich glaube, aus dem Moviepark. Tatsächlich, zum Halloween Horror Festival am Eröffnungstag, 1. Oktober, mit ganz lieben Leuten. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.